Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. Das hier ist die dritte Begegnung in der Gruppenphase. Den Namen des Gegners weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich spiele jedenfalls mit Armenien gegen Rom, die eine ähnliche Armee habe ich schon bei der ersten Schlacht gespielt. Die habe ich jetzt ein bisschen variiert. Ich habe keine Katafakter dabei, stattdessen persische Kavallerie. Das war eigentlich ein bisschen experimentiert. Dafür dann aber zweimal östliche Speerträger. Und auch statt einmal Britnerbogenschützen, einmal Plänkler-Kavallerie. Also insgesamt habe ich jetzt dreimal Plänkler-Kavallerie. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Karte. Ja, ich glaube schon. Ich denke, ich weiß nicht mehr genau, wer zuerst gewählt hat. Ich glaube, er hat zuerst gewählt. Ich habe daraufhin die Armenier gewählt. Ansonsten macht es keinen Sinn. Und ich greife direkt an. Ich habe hier drüben gleich drei Einheiten aufgedeckt von ihm, die er sofort zurückzieht. Das sind einmal Suki Equites Extraordinari und zweimal Equites. Und ich fange direkt an, drauf zu schießen. Er hat hier in der Nähe keine Bogenschützen oder Speerträger, weshalb ich erstmal ziemlich frei agieren kann. Er zieht hier aber gleich balearische Auxiliarsteinschleuderer dazu. Hier drüben. Weiß gerade nicht, was hier los ist. Aber ich nur zur Wiederholung, falls ihr nicht mehr genau wisst, was meine Armee war. Ich habe hier auf der rechten Flanke einmal kappadokische, einmal Adelsblutkavallerie, auf der linken Flanke das gleiche. Beide versteckt. Dann bei der Hauptlinie zweimal Hügelmänner an der Front. Und dann sechsmal Axtkämpfer. Zweimal persische Kavallerie als Reserve, Adelssperrkämpfer als General und dann ein paar östliche Sperrkämpfer. So, wie sieht's beim Gegner aus? Da kann man noch nicht alles erkennen. Er hat jedenfalls einige Auxiliarinfanteristen dabei. Balearische Auxiliarsteinschleuderer und wahrscheinlich eine Linie aus Legionären. Aber ganz genau kann man es noch nicht erkennen. Jedenfalls hat er sehr viel Kavallerie dabei. Also er hat wahrscheinlich symmetrisch auf beiden Flanken einmal Suki, Equites Extraordinari und zweimal Equites. Die er jetzt nur schwer verteidigen kann. Er dreht zwar seine Steinschleuderer um, aber ich weiß nicht, ob er noch Schüsse bekommen kann. Ich habe aber selbst auch noch keine... nicht viele Verluste. Doch, habe ich schon. 14 und 7. Nicht schlecht. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch schneller steigen, nachdem ich die Gesundheit ein bisschen angeschlagen habe. So, mein Gegner wird gleich merken, dass er wahrscheinlich angreifen muss, denn ich werde erstmal meine Plänkler-Kavallerie ausspielen. Bleibe auch hier schön im Wald, sodass er nicht alle meine Einheiten sehen kann. Er weiß auch nicht so recht, wie er auf meine Plänkler-Kavallerie reagieren soll. Obwohl es eigentlich ausreichen würde, wenn er einfach seine Steinschleuderer umdreht. Das tut er hier auch teilweise. Ich ergreife die Möglichkeit, wollte gerade hier in den Nahkampf stürmen. Das lohnt sich zwar nicht wirklich, aber es stört die Steinschleuderer beim Schießen und das allein ist schon was wert. So, ich habe noch nicht allzu viele Männer verloren. Ja, 16 bei der einen Einheit. Das geht gerade noch so. So, okay, wie gesagt, er rückt jetzt vor. Mein Gegner hat, 5 Legionäre an der Front. Einmal Adlerkohorte dahinter, wahrscheinlich um die Moral aufrechtzuerhalten. Und dann 4-mal Auxiliarinfanterie. Keine schlechte Wahl bei, wenn man gegen östliche Fraktionen kämpft. So, aber ich denke, er macht einen Fehler darin, dass er so defensiv ist. Natürlich ist es schwer, seine Kavallerie an den Flanken zu haben, wenn der Gegner so viele Plänkler-Kavalleristen hat, aber wenn er so kompakt steht, dann macht es das für mich sehr leicht, mit Kavallerie anzugreifen. Er rückt jetzt mit seiner Kavallerie vor. Ich sehe da jetzt erstmal kein Problem. Ich habe selbst noch persische Kavallerie, die ich dagegen benutzen kann. Ich fange an, ihn hier zum Schließen. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, um seine Steinschleuderer zu bekommen. Habe es aber nicht ganz geschafft. Er schickt jetzt seine Kavallerie wieder zurück zur Verstärkung. Drängt meine Kavallerie zurück.
Allerdings fürchte ich mich hier auch nicht wirklich vor dem Nahkampf, denn meine Infanterie sei nur überlegen. Er hat zwar Legionäre, aber ich bin dafür zahlenmäßig ziemlich weit überlegen. Und ich bin mir nicht genau sicher, ob meine Axtkämpfer wirklich unterlegen sind. Also die kosten mehr als die Legionäre, haben ziemlich hohen rüstungsbrechenden Schaden. Also es könnte sein, dass sie sogar im 1 gegen 1 besser sind. So, hier kommt es dann zum Kavalleriekampf. Er spielt ja mit drei Einheiten gegen eine Einheit von mir. Dafür kommen jetzt von mir dafür kommen meine Plänkler-Kavalleristen dazu. Ne, ich habe zwei Einheiten sogar. Das heißt, das dürfte für mich eigentlich besser laufen. So. Ja, seine Infanteristen habe ich schon abgefangen nach dem bekannten Schema und schieße da drauf. Da ist wahrscheinlich ziemlich viel Eigenbeschuss dabei, aber es lohnt sich, glaube ich, wenn ich dafür die Legionäre ausschalte. So, hier kommt es dann auch zum Zusammenstoß. Von hinten komme ich dann mit der restlichen Kavallerie. Das heißt, die gegnerische Kavallerie habe ich damit eigentlich schon fast komplett ausgeschaltet. Es ist nur noch eine Einheit, die hier frei rumläuft. Dafür ist er jetzt mit Infanterie zur Verstärkung gekommen. Das heißt, ich werde mich früher oder später hier aus dem Nahkampf zurückziehen müssen. Ich bleibe aber erstmal drin, bis ich hier genug Schaden angerichtet habe. Ihr seht auch, die gegnerischen Kavalleristen werden sehr schnell vernichtet. Ich habe hier, glaube ich, einen Ansturm bekommen und direkt die ganze Einheit ausgeschaltet. So, meine Infanterie ist inzwischen auch im Nahkampf. Schauen wir mal. Ja gut, er hat es geschafft, teilweise ziemlich, ja doch, einige seiner Einheiten auf der rechten Flanke sind schon ziemlich geschwächt, die auf der linken haben noch genug Einheiten. Ich bringe jetzt aber meine Speerträger hier um den Rücken herum, damit ich schön draufschießen kann. Nee, eigentlich, ich glaube, ich werde versuchen, hier den General abzuschießen. Ja, da schieße ich auch direkt drauf. Und der wird sehr schnell fallen, wie ihr hier seht. Mein Gegner versucht noch, ihn rechtzeitig zurückzuziehen, aber ich nehme mal an, dass es zu spät sein wird. Ah ja, okay, er schafft es gerade noch so. Das macht aber nichts. Ich schieße einfach weiter jetzt auf die Auxiliarinfanterie. Ich sollte hier eigentlich meine Kavallerie auch langsam zurückziehen, denn hier ist keine gegnerische Kavallerie mehr übrig, nur noch Speerträger. So, wie sieht's aus? Ja, auf der rechten Flanke habe ich mich inzwischen schon zurückgezogen, wie gesagt, wegen der Infanterieunterstützung des Gegners. Dafür läuft es hier bei der Infanterie sehr gut. Ich konnte inzwischen mit Kavallerie zur Unterstützung kommen. Übrigens hatte ich komplett vergessen zu erwähnen, dass ich hier die Steinschleuderer mit einer Einheit. Adelskavallerie ist das, glaube ich. Nee. Na komm. Kappadokischer Söldnerkavallerie aufgerieben habe. Die Einheit wurde jetzt abgefangen, aber ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat über 170 Kills. So. Ja, die Sache ist noch immer ziemlich knapp. Ich konnte die Infanteriebegegnung bis jetzt ganz gut überstehen. Weiß gerade nicht, warum ich hier so lange rumstehe mit den Einheiten. Bin gerade wahrscheinlich woanders unterwegs. Denn ich sollte eigentlich hier. Na gut, ich setze hier die ganze Zeit Kavallerieanstürme an, also ganz untätig bin ich nicht. Mit der persischen Kavallerie sollte das auch ziemlich effektiv sein. Ja, die haben schon über 100 Kills. Und die Legionäre werden jetzt auch langsam fliehen. Gut, schauen wir mal. Ja, der Gegner versucht meine Speerträger hier ein bisschen zurückzudrängen. Aber da es zwei Einheiten sind, kann ich mich einfach aufteilen und ihn von verschiedenen Seiten beschießen, was die Einheit dann auch erledigen wird. So. Währenddessen ist er jetzt zurückgekehrt mit seiner ganzen Infanterie, die er an den Flanken hatte, wird sie jetzt auch noch in den Kampf schicken. Das sind einmal Legionäre, zweimal Auxiliarinfanterie. Hier kämpfen nochmal einmal die Adlerkohorte, die am Ende noch übrig geblieben ist, die ich jetzt mit Kavallerieanstürmen ziemlich gut bearbeiten kann. Das ist die Adelskavallerie. Ja, aber ihr seht, die Schlacht läuft auf jeden Fall zu meinen Gunsten. Die Auxiliarinfanterie hier von vorhin kehrt wieder zurück, weil es einfach keinen Sinn hat, Speerträger zu verfolgen. Sie wird aber nicht mehr weit kommen. Hier drüben haben wir noch eine Begegnung von Legionären. Aber ich habe einfach inzwischen viel zu viel Axtkämpfer. Ihr seht, ich habe hier noch drei fast volle Einheiten auf der rechten Flanke.
Und hier links habe ich auch noch einen Haufen. Die sind zwar schon geschwächt, aber mein General hat noch eine volle Einheit. Ich habe noch etwas Kavallerie, vor allem habe ich noch hier Plänkler-Kavallerie, die wahrscheinlich keine Munition mehr hat. Aber da er fast keine Kavallerie mehr hat, kann er sich nicht gegen Anstürme in den Rücken wehren. Das heißt, die Sache ist eigentlich schon gelaufen. Ich könnte es möglicherweise allein mit meiner Infanterie sogar noch schaffen. Ja, deshalb schauen wir uns einfach mal hier. Ja, ich habe sogar noch Munition übrig, mit der ich jetzt den General hier ausschalte. Wir schauen uns den Rest einfach mal hier in der Filmkamera an. Die Legionäre sind hier in einer etwas seltsamen Formation. Ich schicke jetzt meine Plänkler-Kavallerie in den Rücken, einfach um zu versuchen, die Moral zu brechen. Schauen wir mal. Ja, die Moral ist schon ziemlich niedrig, das heißt, die wird bald gebrochen werden. Dafür hier auf der linken Flanke hat er mich hier ziemlich eingekesselt. Viele meiner Einheiten fangen an zu fliehen. Ich habe gerade noch Sammeln aktiviert, aber leider etwas zu spät. Aber das macht nichts, mein General hat noch genug Einheiten und mit der Kavallerieunterstützung kann ich eigentlich den Rest der Einheiten erledigen. Diese Einheit habe ich jetzt von drei Seiten aus mit Axtkämpfern umrundet. Das heißt, die wird gleich auf jeden Fall fliehen. Ja, da ist sie weg. Und ja, der Rest ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben hier eigentlich nur noch Auxiliarinfanterie. Dreimal Auxiliarinfanterie, zweimal Equites. Das sind keine Einheiten, die moralisch standhalten können. Sehr schön. Okay. Na, wird's bald, oder? Ja, jetzt aber. Was ist das für eine Einheit hier? Hat zweimal Erfahrung. Na gut, schauen wir uns mal die Statistik an. Ja, der Sieg war ziemlich deutlich. Schauen wir mal. Also ich denke, ja, seine Kavallerie war nicht so gut eingesetzt. Eigentlich das Problem. Das erste Problem war für ihn die Plänkler-Kavallerie. Er hat sie nicht kontern können. Obwohl er eigentlich einfach seine Steinschleuderer hätte benutzen können. Weiß gerade nicht, warum er das nicht. Also er hat es versucht, aber er hat es irgendwie verbockt. Also normalerweise sollten drei Steinschleuderer locker ausreichen, um drei Plänkler-Kavalleristen zu vernichten. Ja, dadurch konnte er dann seine Kavallerie nicht mehr wirklich gut einsetzen, weil er keinen Schutz gegen meine Plänkler-Kavallerie hatte und ich mit deren Unterstützung den Kavalleriekampf ziemlich klar gewonnen habe. So, bei der Infanterie hat er sich wahrscheinlich etwas überschätzt. Er hat am Anfang, ich glaube, 5 oder 4 Einheiten Legionäre in den Kampf geschickt. Das reicht gegen meine Einheiten nicht aus. Also, Legionäre sind zwar gut, aber meine Axtkämpfer auch. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob sie im 1 gegen 1 gewinnen würden, aber sie kosten auf jeden Fall mehr und haben ziemlich hohen rüstungsbrechenden Schaden. Davon habe ich noch 6 Einheiten plus Hügelmänner. Ich glaube, er hat meine Einheiten etwas unterschätzt. Er konnte dann an den Flanken mit Infanterieunterstützung mich zurückdrängen. Also den Kampf hat er ja nicht gewonnen, weil ich dann rechtzeitig wieder rausgegangen bin. Aber dafür hat er dann keine Einheiten im Zentrum gehabt. Und die konnte ich dann mit meiner Übermacht, also mit mehr Infanterie und mit Kavallerieanstürmen, locker besiegen. Ja, also ich würde sagen, seine Armee-Zusammenstellung war eigentlich ziemlich gut. Also ich denke, ich hätte was ziemlich Ähnliches gewählt. Ich denke bloß, die Ausführung war nicht so gut. Er hätte seine Auxiliarinfanterie an den Flanken haben müssen mit der Kavallerie, damit er ja die Plänkler-Kavallerie etwas abschirmen kann und auch schnell genug Verstärkung hat, wenn es im Kavalleriekampf losgeht. Und er hätte mit seiner gesamten Infanteriemacht direkt in den Nahkampf gehen sollen. Und ich denke, dann hätte er eigentlich ganz gute Chancen gehabt. Aber so war das einfach ja nicht so gut. Und die zweite Schlacht habe ich dann nicht mehr
gespeichert. Ich weiß nicht mehr genau warum. Also die Schlacht war auch nicht so gut. Vielleicht lag es daran. Also im Großen und Ganzen, ich habe dann die Be Begegnung, die dritte Begegnung auch gewonnen. Das heißt, ich habe insgesamt 7 Punkte und bin damit weiter. Das heißt, bald kommt dann das Achtelfinale. Und ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.